Das dürfte ein Traum von sehr vielen Menschen sein, eine Art Selbstversorgung in der Gemeinschaft, im Einklang mit der Natur, vor allem die Menschen, die sehr begeistert von den Anastasia-Büchern sind. Hat Russland den Ratschlag von Wladimir Maigret befolgt? Denn sie ermöglichen schon seit Jahren, dass die Leute an ein Stück Land rankommen. Das soll unter anderem das Projekt Mein Hektar ermöglichen. In der deutschen Medienlandschaft über Google werden wir nur spärlich fündig. Lediglich einige Artikel zu Beginn des Projektes 2016 wurden veröffentlicht. Ich fragte mich dann, was denn eigentlich aus dem Projekt denn überhaupt passiert, denn wenn man halt nicht mehr darüber berichtet, dann kann es ja unter anderem sein, dass es gescheitert ist. Und da habe ich mir dann letztlich einfach meine Mutter geschnappt. Sie hat dann die Tastatur auf Russisch umgestellt. Und dann haben wir mal ein paar russische Suchbegriffe eingegeben und sind auch auf russische Webseiten gestoßen. So haben wir die Projektseite Maya Hektar gefunden, zu Deutsch Mein Hektar. Die Webseite finde ich sehr schön gestaltet und hat auch sehr viele umfangreiche Informationen. Problem da halt nur, es ist auf Russisch und meine Mama hatte nicht ganz so viel Zeit, das Ganze zu übersetzen. Von daher habe ich den DeepL-Übersetzer genommen und von Russisch auf Deutsch übersetzt. Denn mein Russisch ist noch nicht gut genug, um eine solche Webseite zu lesen und auch zu verstehen. Da arbeite ich noch ein bisschen mit Bubble, dem Sponsor des heutigen Videos. Okay, Spaß beiseite. Bubble sponsert nicht dieses Video und ich möchte euch auch nicht anlügen, denn im Kindergarten hat man gelernt, man soll ja nicht lügen. Schauen wir uns das Projekt etwas genauer an und vielleicht ist es ja auch eine Idee, die wir hier in Deutschland umsetzen könnten. Die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist, warum denn das Ganze überhaupt gemacht wird. Mit diesem Projekt möchte Russland die eigene Entwicklung fördern und auch hier aktuelle Herausforderungen besser bewältigen. Immer mehr Menschen sehnen sich danach, ihr eigenes Stückchen Land zu haben und auch hier ihr eigenes gesundes, ökologisches Obst und Gemüse anzubauen. Weiterführt natürlich auch andere nachhaltige Produkte neben dem Gartenanbau. Man möchte die Demografie in dem Land bekämpfen und auch dafür sorgen, dass Dörfer nicht aussterben, sondern hier besiedelt werden, Infrastruktur da auch zur Verfügung gestellt wird, damit es sich auch lohnt, dort zu leben. Also das heißt, jemand baut an, dann Freizeitaktivitäten, Unternehmen, Infrastruktur und man möchte auch verhindern, dass unbeanspruchtes Land geplündert wird oder auch von der Natur dann überwuchert wird. Zusätzlich möchte man russischen Familien in Krisensituationen eine gewisse Ernährungsgrundlage bieten. Durch die Ansiedlung in ländlichen Räumen mit Familien und auch Unternehmen werden auch hier zusätzlich Arbeitsplätze geschaffen und wenn man solche Dörfer auch hat, der ganzen Konzeption, wie das dann umgesetzt wird und eventuell auch schöne Flecke dadurch entstehen, fördert natürlich auch hier den Tourismus, dass sich das die Leute vielleicht mal anschauen, wie, was daraus geworden ist aus dem Ausland, Inspiration auch mitnehmen. Also kann man auch kurz sagen, das ist so eine Art Konjunkturpaket bzw. Investition des russischen Staates in die eigenen Bevölkerung, dass die halt hier etwas schaffen, was das Individuum fördert und der Gesellschaft zusätzlich. In solchen Siedlungen und Dörfern wird auch der soziale Zusammenhalt gestärkt, weil, wie es auch bei uns ist im Dorf, da kennt man sich halt eben, hat man schon gesehen, hat man sich mal ausgetauscht und in der Stadt ist es dann bei der ganzen Menschenmenge dann doch so, dass man halt zwar unter vielen Leuten ist, aber dann doch irgendwie auch vereinsamt. Auch ein bisschen schnelllebiger das Ganze in der Stadt. Die Mission des Projektes. Mehrere Millionen Menschen sollen wieder den ländlichen Bereich der Russischen Föderation fördern. Einerseits auch landwirtschaftlich und auch später mit Dienstleistungen und auch Industrie. Und da sind zum Beispiel unter anderem 1000 Siedlungen geplant. Mehrere Millionen Hektar ungenutzte landwirtschaftliche Fläche steht auch hier zur Verfügung. Eine Vermutung meiner Eltern ist, dass halt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Landwirtschaftsgenossenschaften ja auch zerschlagen worden sind und dann halt in den abgelegenen Regionen oder auch Dörfern, wo dann keiner mehr hin wollte, die landwirtschaftliche Fläche dann einfach brach liegt. Und die möchte man halt wieder
beleben. Am 1. August 2016 startet das Unternehmen Bolschaja Semja mit der Union der Gärtner Russlands und der Unterstützung der Regierung das Projekt Mein Hektar. Daraufhin im gleichen Jahr, am 8. Dezember 2016, hat der russische Premierminister Dmitri Medvedev die Universität der Gärtner Russlands eröffnet, deren Aktivitäten genau darauf abzielen, die Landentwicklung im zentralen Raum des Landes zu fördern. Am 1. Februar 2017 wurde die Dienstleistungsgesellschaft Mein Hektar gegründet, die auch gleich 40.000 Hektar zur Verfügung gestellt bekommen hat und die auch die Dörfer und die Menschen dort bei der Umsetzung und Planung der Entstehung der Dörfer unterstützen soll. Gleich im Jahr 2017 wurden auch die ersten Dörfer geplant und im nächsten Jahr auch gleich gegründet und umgesetzt, damit auch hier zügig die landwirtschaftlichen Arbeiten beginnen können. Schon konnten mehr als 2000 Menschen die glücklichen Besitzer von einem Fleckchen Erde sein. Es wird auch eng mit Technologien gearbeitet, wo wir dann später auch dazu kommen, die das Projekt und auch den Aufbau beschleunigen und auch unterstützen soll. Und ab dem Jahr hat das Projekt auch sehr viel Lob bekommen und auch Preise gewonnen. Im Jahr 2022 wurde nach Anordnung von Michael Mishustin eine Kommission für die Entwicklung des Gartenbaus und der Gartenarbeit eingesetzt. So soll gewährleistet werden, dass die Behörden und das Projekt auch miteinander gut harmoniert arbeiten können. Ich bin hierfür tatsächlich nicht zuständig, sondern meine Kollegin, bei der ich... Aber am besten ist, sie kommen nach dem Wochenende wieder, weil wir schließen in 3 Minuten. Also einen schönen Freitag eben. Ne? Bis. Folgende Grundprinzipien werden für das Projekt eingehalten. Einheitliche Standards für die Gestaltung der Dörfer nach bestimmten Normen und Ausbau der Infrastruktur der Dörfer, ohne dabei die Bundeshaushalte zu belasten. Wo ich mir dann hier zum Beispiel die Frage stelle, wer denn dann überhaupt für die Infrastruktur bezahlt. Also wahrscheinlich dann die Leute, die dort hinziehen, ihren Beitrag leisten, du als Unternehmer und Selbstständiger. Kollektive Entwicklungen sollen durch Verbrauchergenossenschaften und Partnerschaften gefördert werden. Die Dörfer haben auch spezielle Vorzüge, die sie genießen dürfen. Beispielsweise eine bevorzugte Vergasung. What the hell? Als ich das erste Mal gelesen habe, hatte ich irgendwie was ganz anderes im Kopf als Deutscher. Ihre Stunden sind gezählt. Kurz nach dem Schlüpfen werden die Männchen weggeschafft. In die Gaskammer. Woran hast denn du eigentlich gedacht? Und ich denke mir, das ist halt eine ziemlich ungünstige Übersetzung vom Russischen ins Deutsche. Ich denke mir, die bekommen halt eher und vielleicht auch günstiger Gas, damit sie halt hier ihr Dorf und die Siedlung besser aufbauen können. Angehende Landwirte haben auch die Möglichkeit, 1 bis 30 Millionen Rubel zu erhalten. Und es gibt auch noch viele weitere Finanzierungsmöglichkeiten für Menschen, die sich ja dafür entscheiden, ein solches Dorf und oder eine solche Siedlung zu gründen, beziehungsweise auch Teil davon zu werden. Wie ich auch zuvor erwähnt hatte, wird auch sehr viel mit Technologie gearbeitet, schon auch bevor man sich Grundstücke oder auch Hektar anschaut, die dafür in Frage kommen würden, ob man da jetzt Dörfer, eine Gemeinde oder eine Siedlung hinbaut. Da wird dann einfach mal der Standort analysiert, wie guter Boden zum Beispiel ist da kontaminiert, lohnt sich da überhaupt irgendwas, wie schauen die landwirtschaftlichen Gegebenheiten aus, Berge, Flüsse, Hanglage, alles so Faktoren, die halt da einfach mit reinspielen, welches Potenzial denn überhaupt diese Gegend hat und ob sich das überhaupt lohnt, dieses Potenzial auch voll auszuschöpfen. Lieber vorher einige Gedanken machen, bevor man dann einfach anfängt, startet und nach ein paar Jahren merkt, lohnt sich doch nicht, aber unnötig Zeit und Geld verschwindet. Captain Picard, wir haben endlich die Erde erreicht. Gute Arbeit, Data. Wir haben allerdings kaum noch Sprit. Und wo sollen wir dann landen? Die einzige Möglichkeit, auf der Erde zu landen, ist Berlin-Brandenburg. Wir schreiben das Jahr 3745. Mist, dann ist der Flughafen immer noch nicht fertig. Mithilfe von Software tun auch Dienstleistungsunternehmen die genauen Kosten, zum Beispiel für den Straßenanbau, für jeden einzeln berechnen, damit es auch fair ist. Das Wichtigste wird auch gewährleistet, und zwar der Strom. Ich denke mal, ohne den Strom wäre das doch schon ein ziemliches Monsterprojekt, sowas umzusetzen. Vor allem, wenn die Leute dort leben und da überhaupt keinen Strom haben. Dürfte dann ziemlich anspruchsvoll werden. Haben keine Strom, haben keine Gas. In Europa alles teuer, das ist kein Spaß. Lange Winter kommen, meine Wohnung kalt ist. Habe nichts zu essen, was für Leben das ist. Speziell für dieses Projekt gibt es sogar ein eigenes Social Media, wo halt dann die Dorfbewohner sich
untereinander im Dorf austauschen können, aber auch, ich denke mir, übergreifend mit anderen Dörfern, wo man sich halt dann untereinander austauscht, Verbesserungsvorschläge auch teilt, damit die Leute sich wertgeschätzt fühlen, involviert sind und das Dorf bzw. auch die Dörfer stetig wachsen und gute Früchte tragen können. Und es gibt auch hier spezielle Schnittstellen zur Politik, wo man auch unter anderem Abstimmungen machen kann, wo man auch Verbesserungsvorschläge einreichen kann, damit auch hier dementsprechend die Politik Gesetze zugunsten der Projekte anordnen können. Speziell gibt es auch Verkaufsplattformen für die Projekte, wo halt zum Beispiel Landwirte und Gärtner ihre Erzeugnisse verkaufen können oder auch andere Produzenten, zum Beispiel ein Schreiner. Was ist bis jetzt das Ergebnis des Projektes? 935 Gebietsentwicklungsprojekte, 812 private Bauernhöfen, 60 Handels- und Dienstleistungsgegenstände, 28 Objekte der sozialen Infrastruktur, 35 Objekte des Tourismus und der Erholung, 7150 realisierte Zustellungen. Das Volumen der geplanten privaten Investitionen in der Region soll 21 Milliarden Rubel betragen. Geplante Steuereinnahmen pro Jahr 45 Millionen. Meine Meinung zu dem Projekt. Ich finde solche Projekte super, dass halt der ländliche Bereich gefördert wird von den Menschen, die halt dann einerseits mehr mit der Natur leben wollen, mehr in die Selbstverantwortung gehen und auch hier zum Beispiel eigenes Obst und Gemüse anbauen wollen und das halt auch ohne zum Beispiel die Chemiekeule, das ja dann hier von der Regierung bzw. auch von dem Staat der Russischen Föderation unterstützt werden in Form von Geldern, Förderkredite, Programme, dass man halt auch die Finanzierung gewährleisten kann. Und dass halt auch hier als Schnittstelle Projekte etabliert werden von Menschen, die sich halt um die Infrastruktur kümmern, Plattformen zur Verfügung stellen, dass halt die Kommunikation einfacher wird und das alles dann harmonisch Früchte tragen kann, weil es halt dann gemeinsam einfach leichter ist, als wenn man das jetzt mit eigener Faust dann einfach machen möchte. Mit solchen Konjunkturpaketen wird auch wertvoller Wohlstand aufgebaut, nicht nur materiell, sondern auch in Bezug auf die Lebensqualität, weil jeder kennt es, wenn man sein eigenes Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten angebaut hat, das ist wirklich einsame Spitze, zumal auch hier in solchen Dörfern auch der menschliche Aspekt dann mitgefördert wird, weil halt in so einem kleinen Raum in einem Dorf kann man auch jeden kennenlernen, macht auch Spaß, man kann sich auch Zeit nehmen, hier gute Beziehungen aufzubauen und es gibt auch Plattformen, in denen man sich auch gut vernetzen kann und wenn halt ein Dorf mit einem anderen Dorf gerade im Aufbau ist, kann man sich da mit den Menschen gut miteinander vernetzen, weil man auf der Ebene einen gleichen Standpunkt hat, also mit dem Bau von einem Dorfprojekt, also sozusagen eigentlich ähnliche Ziele hat, wo man nochmal einen besseren Anreiz hat, mit den anderen mitzuwirken, mit zu unterstützen und mit aufzubauen, wo man nochmal zusätzlich die Beziehung fördert. Dass die Menschen jetzt auch so anfangen, mehr Verantwortung für sich, für ihre Familie, für die Gesellschaft und die Natur zu übernehmen. Schließlich lohnt es sich nicht, auf irgendeinen Politiker zu warten, der irgendwas verändert oder irgendeinen Messias oder sonstige höhere Gestalt, die auf einmal einen Wandel hervorruft. Das müssen wir schon selber machen. I'm talking of course about Man Bear Pig. It is half man, half bear and half pig. Wobei auch speziell bei dem Projekt auch erwähnt werden sollte, dass auch speziell der Tourismus mitgefördert werden soll. Und wie man es halt auch aus dem Tourismus kennt, bedeutet es halt auch meist, dass halt da das zu Lasten der Natur einhergeht. Also beispielsweise, dass hier sehr viel Müll produziert wird und auch hier eventuell auch Grundstückspreise enorm ansteigen können. Und ein weiterer Kritikpunkt, den ich auch mit meinen Eltern ein bisschen ausführlicher gesprochen habe, ist, weil es halt hier um Thema Landwirtschaft und auch Naturschutz geht, dass sich das auch unter anderem beißen kann, indem man halt zum Beispiel Urwälder oder Naturschutzgebiete vielleicht für dieses Projekt einfach platt macht, damit man hier landwirtschaftliche Fläche vielleicht zur Verfügung hat. Wichtig hier zu erwähnen ist, dass das Ganze nicht kostenlos ist, wie einige Leute mal zu mir getragen haben, die halt dann von diesem Projekt zum Beispiel geschwärmt haben. Also du musst auch hier selbst Sachen rein investieren und gucken, wie ein Selbstständiger oder auch wie ein Unternehmer, wie sich das Ganze auch refinanziert, also wirtschaftlich ist. Also heißt es ranklotzen, im Leben wird halt einem nichts geschenkt. Ohne Fleiß
keinen Preis. Ich denke mir, die russische Regierung hat auch ein großes Interesse daran, dass die Leute sich aufmachen und verwilderte Flächen wieder aufleben oder bewirtschaften, zum Beispiel in unliebsamen Flecken, in abgelegensten Sibirien zum Beispiel, so damit halt die ersten Menschen dort Pionierarbeit leisten können, also die harte Arbeit, und dann halt immer mehr Leute dann nachziehen, die es dann vielleicht etwas einfacher haben, weil irgendeiner muss halt die grundlegende Infrastruktur und die Versorgung gewährleisten. Und dafür braucht es halt spezielle Anreize. Magst du Bratwurst? Ich mag Bratwurst. Solche Förderprojekte gab es, glaube ich, in der Geschichte schon öfters. Zum Beispiel bei meinen Vorfahren, den Russlanddeutschen, da gab es dann auch solche ähnlichen Maßnahmen, dass halt hier sich Menschen in speziellen Regionen ansiedeln können. Und jetzt halt hier bei Russland möchte man zum Beispiel verwilderte Landstriche bewirtschaften, damit man halt hier vielleicht einen wirtschaftlichen Aufschwung auch dadurch miterlebt, mit starken Dörfern, die auch krisensicher sind. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern halt das in Deutschland zum Beispiel umsetzbar wäre, weil dann doch ein sehr kleines Land im Vergleich zu Russland sind und sehr viele Menschen eng besiedelt auf einem Haufen leben. Ladies and Gentlemen, welcome. Nichtsdestotrotz wäre es dennoch sehr interessant, mal so dieses Gedankenspiel auch für Deutschland mal in Erwägung zu ziehen. Und weil ich nicht nur Zuschauer hier in Deutschland habe, sondern zum Teil auch ein bisschen verstreut hier auf der Welt, beispielsweise Thailand, dann schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie du es zum Beispiel, wenn du aus dem Ausland kommst, fänden würde, wenn bei dir die Regierung auch so ein Projekt starten würde. Hier findest du noch zwei spannende Videos, die du jetzt auch noch anschauen kannst, und natürlich auch einen Daumen nach oben nicht vergessen.